Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim wahnsinnig geworden Tyrion in This is Total War, Warhammer 2. Wir spielen hier im Grunde ja den Fluch des Kane und haben die inneren Königreiche jetzt weitgehend im Griff, mit besonders weitgehend. Problematisch ist immer noch so ein bisschen die öffentliche Ordnung, die wahrscheinlich auch weiterhin Probleme machen wird, dank des Schwertes Kanes, dass wir auch nicht mehr loswerden können. Ach, guck mal, wer da jetzt kommt. Oh Mann, Graf Noctilus. Es ist ja auch wieder da. Ja, sie werden jetzt ja wahrscheinlich alle so nach und nach kommen. Das wird echt anstrengend. Da kommt man allerdings auch jetzt wieder auf den Gedanken, dass sie jetzt vielleicht bei ihr auch Seegardisten in die Armee packen sollten. Alles Zukunftsmusik. Alles Science Fiction. Die wollen jetzt wahrscheinlich hier demnächst angreifen. Ich hoffe mal, dass der Weiße Turm verteidigungsfähig ist. Zu viele Rebellionen jetzt gerade eben hier am Start. This is going to be very difficult. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich jetzt dann doch eine zweite Armee jetzt hier in Lothurn parken soll. Also eine zweite Zweitarmee sozusagen. Eine Drittarmee, wenn ihr so wollt. Die wir ja schon seit langer, langer Zeit diskutieren. Man könnte sie allerdings erstmal im Turm von Lysanne machen, weil Turm von Lysanne wird tendenziell eher nicht angegriffen. Position her. Und wir haben mal wieder Adel verpflichtet. Was wollen wir denn machen? Einfluss bekommen? Oh, ich mache die zufriedene Bevölkerung. Wir haben jetzt die Zweihandwaffe erforscht. Schwertmeister von Hoth. Weiße Löwen von Krayts, Phönixgardisten und Drachenprinzen haben verbesserte Waffensysteme. Was können wir denn noch machen? Die Herolde, Unterhalt für Grenzreiter, Massenansturm, Schattenkrieger, Schattenwander, Silberhelme. Nein, alles unwichtig. Was können wir denn hier noch machen? Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte finde ich sehr gut. Baukosten sind reduzierbar gut. Da kommen dann noch ganz viele Sachen, die nicht ganz so wichtig sind, aber ein paar Sachen wären gut, wenn wir die hätten. Deswegen machen wir jetzt hier die kulturelle Entwicklung. So, und Servant of the King. Thoranrok wäre ein wichtiger Hafen für uns, alleine aus Geldgründen. Und steht direkt vor uns. Wir müssten wahnsinnig sein, das nicht zu machen. Ohne Witz. Es ist eine Goldquelle. Eine Goldquelle. Die löst so viele Probleme. Eine Stadt auf Stufe 5. Gut, sie wird auf Stufe 4 fallen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist genau das, was man haben will. Plündern werden wir sie nicht. Wir können es uns nicht leisten. Weil dann fällt sie auf Stufe 3 oder noch Schlimmeres. Damit wäre sie im Grunde eigentlich schutzlos. Und sie ist eigentlich auch zum Glück weitgehend schutzlos at the moment. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier am besten, am dümmsten aufstellen. Ne? Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Könnt ihr auf alles drauf fetzen? Greift hier wieder an. Ihr geht hier dahin. Nummer 1. Nummer 2. Und Sieger löppelt direkt hier hin. Kyrion tankt die Nummer. Go. Oh ja, genau. Renn voll rein. Rennt da rein. Das ist super. Oh yeah. Oh yeah. Das hat sogar richtig geruckelt. Erwartet man nicht. Wo stehen die hin? Ich fände es cool, wenn die sich jetzt mal irgendwo hinstellen würden. Noch scheinen sie sich noch nicht darüber geeinigt zu haben, was sie machen wollen. Aber ich glaube, ich schieße sie sowieso hier gerade eben einfach alle nur runter. Oh, warte mal. Mal gucken, was dieser Zauber macht. Gar nichts.
Ach nee, doch, der drained ihm jetzt die Lebenspunkte runter. Okay, das ist witzig. Das ist witzig. Hat es ein paar Lebenspunkte gekostet. So, jetzt kann Tyrion ihn gleich mal killen gehen. Bäb. Habt ihr das gesehen? Da waren die Lebenspunkte einfach mal weg. Oh, wow. Komm, gehen töten. Reitet an ihm natürlich vorbei. Weil das man so macht. Wenn man den Gegner nicht töten will. Jetzt hat er ihn endlich. So, jetzt bist du drin, mein Freund. Kümmere dich mal hier um diese komischen anderen Reiter da. Ihr kommt jetzt rein, Seegardisten. Ihr kommt da rein. Du kommst auch rein. Die Repetier-Speerschleuder machen hier immer noch hier ein wunderbares Sperrfeuer und verhindern hier im Grunde eigentlich alles. Guck mal, wie die Fortmauern beschädigt sind, allein nur durch dieses Sprayfeuer, ne? Ja, hier kommt es zum Nahkampf. Kann man nicht wirklich verhindern. Was ich allerdings machen kann, ist, dass ich jetzt hier so aufstelle. Und dann kann ich hier den Flammen des Phönix durch sie so durchheizen. Und meine eigenen Leute hoffentlich weitgehend damit verschonen. Ja, das hat, glaube ich, gut gesessen. Was machst eigentlich du da hinten so, Tyrion? Legst immer noch gegnerische Truppen in die Flucht, ich sehe schon. Und die rennen jetzt auch weg, wunderbar. Jetzt können wir die noch zusammenschießen, währenddessen die sich zurückziehen. Die haben eigentlich hauptsächlich Lebenspunkte verloren. Eigentlich kaum Männer, ne, durch diese Flammen des Phönix. Aber das heißt, dass jeder Pfeil, der jetzt trifft, im Grunde ein tödlicher Pfeil ist. Ich frage mich, was da noch fehlt, dass sie nicht aufgeben. Kann ja nicht mehr so viel sein. Ich schicke dir die Dingens vor. Euch hinterdrein. Und das durfte das Ende jetzt endlich sein. Jo, der hat gesessen. Und da ist die Moral weg. Also die Kombo ist halt schon geil, ne? Und die flammende Konvokation ist unfassbar stark. So, wir haben das erste Mal jetzt eine Stadt der äußeren Königreiche eingenommen. Und wie ich persönlich sogar finde, die wichtigste. Denn die bringt Geld, und zwar eine ganze Menge. Und es ist wichtig, dass wir sie halten. Sie soll eigentlich nichts produzieren außer Kohle und Verteidigungsanlagen. Das wäre so mein Anliegen. Das Ding durfte eigentlich jetzt nur auf Stufe 4 fallen. Obwohl es keinen Sinn macht, wenn Elfen das Ding besetzen, aber was soll's. Ihr seht, was passieren würde, wenn wir das Ding ausrauben würden, aber wir machen das nicht. Wir occupyen. So, Stufe 4, genau. Ihr seht, was jetzt hier los ist. Dann haben wir jetzt hier auch noch Garnison, Halle der Streitwagenlenker. Wir können hier theoretisch Drachen, brauchen wir nicht. Das hier... Oh, Militärentwicklung 3.
Behalten wir mal eine Runde lang. Also wir reißen das jetzt hier ab. Dadurch hat das Ding jetzt hier momentan ja, eine slightly Verteidigung. Da kommen auf jeden Fall jetzt hier noch Mauern rein, sobald wir können. Hier immer schiefer graden wir ab auf Stufe 3. Was ist eigentlich hier los? We're under siege. Ja, angreifen können wir hier nicht. I serve the Phoenix King. Wir können auch hier nicht angreifen. Princess of the Azure. Mucho problems. Okay, wir müssen jetzt hier einen Kommandanten rekrutieren. Jetzt gucken wir mal. Der ist leidenschaftlich. Unterhalb für Bogenschützen, Seegarde und Ellorianer reduziert. Das ist der geilste Typ, den wir bekommen können. Habgierig, nicht so wirklich. Sie ist stark, ist nett, wie gesagt, aber das hätte ich halt gerne mal bei einem anderen. Er ist kraftvoll. Da sind schon ein paar coole Dudes dabei. Hier, der Kollege. Den machen wir irgendwann mal, aber erst, wenn wir weiße Löwen wollen. Also mir gefällt leidenschaftlich. Das ist einfach super. So, wir fangen damit an, dass wir dir ein paar Bogenschützen gönnen. Denn die kosten wir einfach so viel weniger. Haben wir nochmal jemanden kennengelernt? Ja, haben wir tatsächlich Skeggy. Northmen come. A timely arrival. My warhounds haven't eaten in days. Der hasst nicht so wirklich irgendjemand. Naja, uns jetzt vielleicht. Oh, wir lernen so viele Leute kennen. Aber zum Glück sind es noch. Es ist zum Glück noch überschaubar. Es ist zum Glück noch überschaubar. I serve the Phoenix King. Dann. Borsetai. Amboss Wall. Er Wall ist Amboss. Wäre auch nicht schlecht. Wir gerade eben noch mal gucken, das ist das einzige besondere Gebäude. Genau, das ist hier das da. Und dann gibt es noch ein Upgrade dazu. Das reduziert noch den Unterhalt. Oh, Einkommen aus allen Gebäuden plus 50%. Das heißt, wir machen noch mal 50% mehr Gold. Noch mal 600 Ocken mehr durch das Teil hier. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Okay, Turn Ende. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber wir bauen jetzt auch endlich jetzt eine dritte Armee auf. Obwohl die zweite immer noch nicht ganz voll ist. Ich hoffe, du hast genug zu tun, mein lieber Freund hier in Arnheim. Die uralte Stadt Quintex wäre auch etwas, aber die ist sehr, sehr weit weg. Denn die bringt auch einen Haufen Kohle. Ja, du belagerst jetzt hier, das sehe ich. Muss eventuell da dagegen mal was tun. Ob der weiße Turm sich jetzt retten kann, weiß ich nicht. Wäre doof, ihn zu verlieren. Aber diese ganzen Rebellionen sind natürlich mega ätzend. Wir sind mitten in diesem Regen fest, ne? Ich kann nichts dagegen machen. Einfluss sichern am Greifentor. Ich bin gespannt, ob die noch von irgendwo her kommen. Also wenn jetzt hier keine Armee Richtung unseres neuen Gold-Eselchens hier bei Tor an Rock kommt, dann werde ich tendenziell sofort wieder zurück durchs Adeltor gehen. Um mich der Probleme annehmen, die da. Ja, es scheint wirklich nichts zu kommen. Wobei man auch Weißspitze, Tor Setai und einfach so in einem Waschen nehmen könnte, ne? Wir haben die kulturelle Entwicklung. Militärtech 3 kostet zu viel Kohle. Hä? Moment. Für Militärtech 3 noch was? Turm der Magier brauche ich auch noch. Und Drachenfeste. Hä? Ne, hier. Ithilmar und großer Verwahrungsort. Was ist denn der große Verwahrungsort jetzt schon wieder?
Der große Verwahrungsort, das hier ist er. Ach du Scheiße. Okay. Den müssen wir noch woanders bauen. Aber das heißt, ich behalte das Teil jetzt erstmal hier noch tendenziell. Ich verbessere mal das. Das hat, der Zauber hat mir dann doch durchaus gut gefallen. Was ist denn das, was uns hier so belagert? Komm, gönn es mal den Fernkämpfern hier. Was ist das hier? Das gibt noch mehr Führerschaft. So. Drei Kanonen, zwei Boomer. Für sie eine Herausforderung, für die anderen nicht so sehr. So, Lothar, genau, der große Verwahrungsort wird nämlich jetzt gebaut. Die bauen ja immer noch Armeen auf. Wie gesagt, man könnte es über Weischwitzer Torsetei das Gesamte jetzt hier so zurücklaufen, ne? Ich denke, das macht auch Sinn. Wow! Drei Monddrachen! Wow! Okay! Na, da müssen wir jetzt durch! Da müssen wir jetzt durch, um Gottes Willen! Habe ich schon wow gesagt? Ja, wenn die lang landen, sind sie kein Problem für Tyrion, aber so. Es ist immerhin eine offene Feldschlacht und keine Festungsschlacht. Das heißt, ich werde tendenziell sehr gut tanken können und die Gegner werden sehr, sehr massiv auf einer Stelle sitzen. Aber das heißt, auch unsere ganzen Schleudern sind beschäftigt mit den ganzen Drachen. Eagle Claw. Orders received. Stellen wir sie mal so auf. Lovan Seaguard. Archers. So, stellt euch wie gesagt so davor. Oh shit, der Gegner. Wir müssen deutlich breiter stehen, um die alle zu schützen. Ja, es geht los, ne? Orders received. To glory, I go. Attacke. Die gleich mal komplett da hinten aufhalten. Understood. Drachen abschießen. Aber zu viele. Das ist ein Drachenprinzen-Shit. Und sie mal festhalten hier. Yeah, endlich mal macht dieser Zauber Sinn. Oh Gott, jetzt müssen wir Formation einnehmen. Die kommen nämlich jetzt auch noch. Da vorne kämpft Führerin immer noch hier so seinen Kampf. Der eine Drache hat es gleich hinter sich. Dies ist auf ihn. Der hat es auch gleich hinter sich. Yes.
Ja, das bringt aber nichts da. Ihr schießt auf die da noch, kommt. Okay, der Drache ist jetzt weg. Du kannst jetzt wieder vorgehen und hier nochmal eine flammende Konvokation machen. Nee, shit. Komm, schieß jetzt auf die da. Wir haben sehr viel Stress hier gerade eben. Der Kampf wird ungeiler als gedacht. Oh je. Der Drecksdrache, ey. Shall be done. Acknowledged. Heir of Anarion. The Reaper. So, jetzt rennen jetzt schon mal die meisten von denen schon mal weg, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Drachenprinzen verlieren jetzt auch das Interesse am Kampf. As a mage. Setting forth. Archers. Astur, attack! Nehmt die Dinger ein, kommt. So, jetzt könnt ihr wieder normal schießen, Freunde. Fetzen wir da durch. Es ist vorbei. Wir haben's. Mamma mia. Ja, das war knapp. Habe ich irgendwas verloren? Nee, die sind bloß weggerannt. Endgültig verloren habe ich zum Glück nichts. Und das hier werde ich jetzt auch wieder plündern, Leute. Weil ich glaube nicht, dass wir das wirklich halten können. Also plündern und besetzen. Aber ich glaube nicht, dass wir es halten können. Ich sehe jetzt zu, dass ich Kohle bekomme. Oh, drei Drachen. Wir haben gerade eben drei Drachen besiegt, meine Damen und Herren. Eieiei. Es sind zwar nur Monddrachen gewesen, aber trotzdem waren es Drachen. Ja, plündern, besetzen. Wieder den Trank der Geschwindigkeit bekommen. Das hier repariere ich, das zerschlage ich, das zerschlage ich. Wir können forschen. Und das bin ich ein Fan davon zu sagen, sich weiter bewegen können, ist eigentlich immer ein Vorteil, ne? Deswegen machen wir das jetzt auch. Was wollen wir hier machen? Mehr Steuersatz, das würde uns mehr Kohle bringen. Ja, mehr Steuersatz. Das nächste ist Torsetai, dann kommt noch Vols Amboss und dann sind wir wieder hier in Lothern. Du kannst derweil hier mal mit deiner Rekrutierung weitermachen. Und nimmst dir nochmal dann jetzt endlich mal ein paar Speerträger dazu. So, du wirst hier immer noch belagert. Wie lange hältst du noch durch? 5 Turns. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall den Ritus des Wall. Denn wenn wir jetzt hier angegriffen werden, hätte ich gerne irgendetwas, um gegen Kriegsmaschinen was zu tun. Und wir bekommen dadurch eine neue Waffe natürlich eventuell. Meeresgoldklinge, rüstungsdurchdringender Schaden. Aber normale Waffenschaden geht runter. Gesegnetes Buch. Beständig plus 8 Führerschaft. Saphirwächter Phönix. Magieresistenz und kartenweit Magieresistenz. Oder Stab der Stärke. Grundchance auf Kontrollverlust reduziert. Ha! Ist alles ein bisschen schwierig.
Grundchance auf Kontrollverlust. Minus Magieresistenz. Beständig, dauerhaft, um sich herum. Also selber 20% Magie sind, alle anderen haben 12%. Komm, das ist cool. Das gebe ich jetzt auch unserer Magierin. Ob wir nicht schon OP genug wären. Noch gar nichts in der Richtung. Genau das hier bekommt sie jetzt hier. Noch gar keine Rüstung, stelle ich gerade eben fest. Des Ptolos, dass sie nicht so leicht beschossen werden kann. Handwaffe. Ich gebe jetzt auch irgendetwas. Verzaubertes Objekt, Ring des Korin. Stark gegen einen einzelnen Angreifer, schwach gegen mehrere. Sorgt dafür, dass der Gegner nicht mehr so gut zaubern kann, ne? Das hier ist. Für wen ist das nochmal hier? Für Speerträger und Bogenschützen. Da weiß ich schon, wem ich das gebe. Einem unserer Kämpfer hier. Ihr könnte ich das geben. Ruhe der Versorgung. Ach nee, das macht ohnehin den Unterhalt runter. Nee, dann bekommst du das. Du bekommst hier die Möglichkeit der Vorhutaufstellung. Eine Rüstung bekommst du natürlich auch. Ach, wir haben nochmal so ein Teil. Lustig. Physische Resistenz, Reittier keins. Genau der Banner. Öffentliche Ordnung plus 4. Kampagnensichtfeld. Das ist auch nicht schlecht, der Hofwächter. Nochmal öffentliche Ordnung. Noch mehr Kampagnensichtfeld. Und noch ein Vorkoster. So, habe ich dir eigentlich auch schon alles gegeben? Glaube nicht, oder? Ah, doch. Sie hat zweimal das Horn der Isha, was total beknackt ist, wenn wir ehrlich sind. Ich lasse das mal so. Okidoki. Dann beenden wir mal hier diese Runde. Nur kurz gucken, ob ich wieder jemand getroffen. Tatsächlich. Wir haben jetzt Nagarond getroffen, Leute. Wir haben jetzt Nagarond kennengelernt. Overlord. Der ist starke Rang 1. Oh, das ist witzig. Müssen noch irgendwie den Krieg erklären, so in meinem Auftrag? Bretonia vielleicht oder so? No. So ein bisschen verhandeln. Tyrannok? Die magst du bestimmt nicht. Ja, ich wage es. Keine Sorge, ich wage auch gleich noch viel mehr, du. Kotik vielleicht? Ich habe mich schon vergessen, als ich das hier angefangen habe, ohne Witz. Ja, nee, dann. Wissen wir ja, was passiert ist, ne? Okay. Let's have some fun in the sun. In dem Sinne sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit dann. Tschüssi und ja, ade, ne?